Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem Lieblingsspiel. Es ist Dragon's Lair, das beste Spiel, das jemals für das NES entwickelt worden ist. Einfach genial, eine Perle der Videospielgeschichte und so weiter. Ja, und ich möchte mich zuallererst mal bei allen bedanken, die sich bisher an dieser Challenge oder wie auch immer man das nennen mag, beteiligt haben. Insbesondere auch bei Tokito, weil er Safe States zur Verfügung stellt. Das könnte uns sehr nützlich werden, vor allem etwas später im Spielverlauf oder im Challenge-Verlauf oder wie auch immer. Ja, der derzeitige Stand ist, dass k0ns0 am weitesten ist. Also k0ns0 befindet sich ein paar Schritte vor Tokito. Und der Rest ist irgendwie ist in der Kerkerwelt, in der zweiten Bildszenerie oder dem zweiten Bildterror, wenn man so will. Und ja, nur die Steffi gondelt noch vor dem Schlosstor rum. Und das soll sich jetzt ändern. Auch ich möchte in das Schloss kommen. Auch ich möchte es schaffen. Das Spiel ist einfach kultig, ne? Das macht furchtbar viel Spaß. Und ach, ihr seht's ja und ihr erlebt es auch. Es ist einfach ein sensationelles Werk der Videospielgeschichte. Wir werden beschossen. Geh runter! Mensch. Mit einer Steuerungsverzögerung von bestimmt 2 Jahren. Ach, furchtbar. Fledermäuse killen, ey. Wow. So, und jetzt aber runter. Da geht immer sofort. Ich will ins Schloss kommen. Alles in dem Schloss. Oh. So wird das nix. Ich fehle. Das gibt's nicht. Alle im Schloss, nur ich nicht. So, ich gehe jetzt mal gleich runter. So. Das ist doch raffiniert. Hilfe, lasst mich aus diesem Spiel raus. Ich will raus, raus. Ich will Hauptcharakter in Final Fantasy 8 werden. Oh shit. Das Problem ist einfach, das Spiel ist... Nein, das gibt's doch nicht! Nein! So ein Mist. Nochmal. Ich werde nicht ruhen. Also... Scheiße. Okay, jetzt kann ich es eigentlich gleich ganz sein lassen. Ich werde es nochmal versuchen. Wird Steffi es schaffen, das Haus von innen zu sehen. Das heißt, das Schloss... Ich will hier raus. Ich will es auch schaffen. Alle haben es geschafft. Was wirft das denn für ein Licht auf mich, wenn ich es nicht schaffe? Geh runter. Boah, das hat mir die Haare versenkt. Das gibt es ja nicht. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Wenn ihr übrigens irgendwelche Vorschläge habt, wie wir diese Challenge lustiger und noch interessanter und so weiter gestalten können, dann nur her damit. Ich bin offen für alles und ja, ich freue mich einfach drauf. Es wäre aber schön, wenn ich auch ins Schloss käme. So, jetzt komme ich ins Schloss. Jetzt komme ich... Jetzt ersaufe ich erstmal. Und liege Nessie zu Füßen. Es ist unglaublicher Vorgang. Komm, komm, komm. Schnell. Weg, weg, weg. Und jetzt geh hinunter. Ich gebe dich hinunter. So. Ich konzentriere mich mal. Zur Abwechslung. Ich bin schon so oft gestorben jetzt. Ja, diese Tricks hier habe ich mir von euch abgeguckt. Ich glaube, ich habe eine besondere Verzögerung der Steuerung. Und... Unglaublich! Nessie ist tot! So, jetzt muss ich hier nur... Oh, wow. Komm, komm, ich schaffe es! Ich schaffe es! Ja, ja, ja! Ich bin im Schloss! Da gibt es ja nicht! Ja! Oh, kostet noch Rekorder nicht mehr. What? Nein, 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 nein! Oh, das war aber schneller tot. Ne, ich werde mich jetzt konzentrieren. So. So. Das unglaublich Schwierige an diesem Spiel ist, alles läuft furchtbar langsam ab. Vor allem unser Ritter ist ein furchtbarer Kackesel. Das heißt, er läuft, als müsste er permanent aufs Klo. Och nee, komm, ich war doch schon drüben. Och nee, ich habe nur noch 2 Leben, ey. Das gibt's ja nicht. So, Schlange. So. What? Komm schon du her, du warst vorhin nicht da. Geh weg. Weg. Okay. Da ist es eine Timing-Frage. So, jetzt. Ach komm! Ich bin doch... Nein. Ich muss meine Ehre retten. Ja, wenigstens bin ich schon mal im Schloss. Das ist ja auch was, ne? Okay. Jetzt. Hinüber mit dir. Der läuft furchtbar langsam. Es ist zum Irrewerden. Ich hab's geschafft. Jetzt kommt hier irgendwo eine Schlange, glaube ich. Ja. Und der Typ da, da kommt wieder so ein Gefängniswutzi. Ne, zuerst kommt irgend so ein Krokodil mit Zepter und Königs... Oh nein! Oh. Hey, das ist Unverschämtheit, ist das. Schnell weg. Jetzt kommt bestimmt wieder eine Schlange. Nein, es kommt eine Fledermaus. Eine Tausende. Jetzt wissen wir auch endlich, welche ROM ich eigentlich habe. Okay, jetzt kommt aber eine. Oder? Nee, immer noch nicht. Geh weg! Weg! Stopp! Lass mich in Ruhe. So. Ein D für doof. Schnell! Stopp! Dreh dich doch um! Der dreht sich furchtbar langsam um. Ich sehe schon. Wir werden viel Spaß mit diesem Spiel haben. Und viel Zeit damit verbringen. Gut, jetzt bin ich echt gut. So gut war ich noch nie. Nee, ich bin ja sonst auch immer gestorben. Komm, noch einer geht noch. Nein! What the... Toll, aber wir haben es bis hierhin geschafft. Das ist doch schon mal was. Ich laufe jetzt einfach. Ich trau mich was, ey. Oh, du, Schlangen. Wow. So, jetzt haben wir. Da kommt nochmal. Komm raus, Snake! Ich werde dich töten. Das ist echt fiese Stelle. Hui! Ey, Mann, guck mal. Der kratzt mir am Hintern. Gibt es ja nicht. Okay, wir werden hüpfen. Aber noch nicht jetzt. Die Fledermäuse irritieren mich zutiefst. Oh nein. Game over. Okay. Ich werde mich... Geht das rein? Nein. Ich werde mich jetzt betiteln. So. Das soll mein neuer Nick sein. Bei diesem Spiel. Trophy, immerhin, Platz 3 von unten. Das ist doch schon mal was. Tolle Sache. Also, liebe Leute, es lohnt sich jetzt nicht mehr ganz von vorne nochmal anzufangen. Auch ich habe es endlich mal ins Schloss geschafft. Und ich bedanke mich an allen, die sich bisher beteiligt haben. Es macht wirklich riesig Spaß mit euch. Ich schaue mir furchtbar gerne die Videos an und ihr seid alle besser wie ich und... Ja, es ist einfach toll und großen Respekt für eure Leistungen bisher und ich hoffe, wir werden noch viel Spaß damit haben und ja, falls ihr irgendwelche Regelvorschläge habt oder so, wie wir des Weiteren verfahren können bei dieser Challenge, nur raus damit, ich bin für alles offen. Und ich werde auch, weil es ja verschiedene ROMs gab bisher, also japanische und europäische. Jedenfalls werde ich auch, weil es da eben unterschiedliche ROMs gibt, werde ich den Link rein posten unter die Videobeschreibung zu der gängigen ROM, würde ich mal sagen. Und dann lasst uns Dragon's Lair spielen. Wir werden es durchschaffen mit vereinten Kräften. Ich bin überzeugt davon, auch wenn es Jahre dauert, aber wir packen das. Denn wir sind keine Anfänger, wir sind Profis und wir können dieses Spiel eigentlich nur bezwingen. Ja, oder das Spiel bezwingt uns. Aber es ist ja bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Runde. Ich sage Adiamos und viel Spaß mit Dragon's Lair.